Brungs unterwegs. Hallo liebe Hörer und selbstverständlich auch wieder mal innen. Ja, es ist wieder Weihnachtszeit und traditionell gehe ich mit Praktikant Hans Jürgen, wir beide als Engel verkleidet, von Haus zu Haus und sammeln für Bedürftige. Das Kostüm kratzt und der Bart stinkt total. Ja, du wolltest ja unbedingt Engel mit Bart sein, weil das sonst schwul aussehen würde. Bitte. Ja, aber wir stehen jetzt hier im Hausflur Möllemanngasse 11 und ich stelle bei Familie Horstmann, die sich wahrscheinlich auch noch ans letzte Jahr erinnern werden. Ja, da war ich auch hier, hab ein paar Worte mit den Horstmanns gewechselt. Wir haben was getrunken und dann hat der Horstmann 5 Euro in den Spendenbecher getan und dann sind wir ganz friedlich weitergegangen. Ich weiß nicht, war da nicht irgendwas? Was? Sowas mit Polizei, Herr Brungs? Und Krankenwagen? Ach, 19, das war doch alles total harmonisch. Super besinnliche Stimmung, alles in Ordnung. Einen wunderschönen Tag, Herr Horstmann. Wir sind's wieder. Ja, die vom Radio. Ja, und wir sammeln auch in diesem Jahr in der Weihnachtszeit für Bedürftige in unserer Gesellschaft. Ich fass es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist das hier. Schön, dass Sie sich so freuen. Und sich auch erinnern an uns. Ja, das war schön im letzten Jahr. Und Ihre Spende hat garantiert auch jemandem geholfen. Ja? Vorsicht, Herr Brooks, der Horstmann ist ganz weiß im Gesicht. Alles gut, Herr Horstmann. Ach, wo ist denn Ihre nette Frau? Das ist ja so eine ganz nette und geduldige. Eine ganze Liebe ist das ja. Der ist tot. Was? Nach Ihrem Besuch im letzten Jahr ist sie eine Stunde später vom Balkon gesprungen. Das war alles zu viel für Sie. Aber was ist denn passiert, Herr Horstmann? Wir haben doch nur schön einen getrunken. Glühwein und kurze, glaube ich, nicht? Ja, Sie haben meinen ganzen Glühwein und den Amaretto ausgetrunken. Und Sie sind schon völlig besoffen hier angekommen. Was? Davon weiß ich doch gar nicht. Ach, dann wissen Sie auch nicht mehr, dass Sie meine Frau übelst angemacht und unsittlich berührt haben. Und dann haben Sie Lombarda mit ihr getanzt und das, wo sie gerade eine neue Hüfte bekommen hatte. Wie? Und nehmen wir das doch nicht mein Stil? Höchstens, wenn ich mal einen über den Durst trinke, dann eventuell. Aber Sie waren stinkblau, Herr Brungs. Aber Sie haben mir doch noch Geld gegeben, Herr Horstmann, diese 5 Euro, wovon ich einen noch eine Schachtel Zigaretten gekauft habe. Wir hatten noch keinen Streit, oder was? Ich will es auch nicht Streit nennen, sondern eine Schlägerei. Ja, nachdem Sie mir die 5 Euro aus dem Portemonnaie gerissen haben und die meiner Frau geben wollen, damit sie mit Ihnen Sex hat, habe ich Ihnen einen. Aber hier, Moment, den kennen Sie doch wohl noch, was? Was, hier den Baseballschläger? Ja, den. Und wissen Sie auch noch, wie der sich anfühlt? Nein, nein. Ich hatte ja nur 5 Minuten Zeit, dann kam ja leider schon die Polizei. Nee, also ehrlich gesagt nicht, Herr Horstmann. Also ich bin höchst daran interessiert, dass wir diese Sache jetzt vernünftig aus der Welt kriegen. Nee, Hans-Jürgen, wir sollten jetzt gehen, Herr Brungs, glaube ich. Aus der Welt kriegen? Ja, das hört sich jetzt gut an. Das werde ich nämlich jetzt mit Ihnen machen. Was denn? Aua! Wie fühlt sich das an, Herr Brungs? Aua! Sind Sie bekloppt? Das tut weh! Das soll es auch, Herr Brungs, ja. Und der? Aua! Tut der auch weh? Aua! Und der hier, was? Aua, ich wollte doch gar nichts von Ihrer Frau. Ich wollte doch gar nichts von Ihrer Frau, Mann. Da war sie aber andere Meinung. Die war doch gar nicht mein Typ. Aua, die war doch viel zu mager. Aua, jetzt hört doch mal auf mit dem Schläger, Herr Horstmann. Da nimm das doch, du. Ich gehe, Herr Brungs. Das sollten Sie auch tun, solange Sie noch können. Ich hab doch nichts gemacht. Ich bin doch Journalist und kein Aua. Herr Horstmann, Sie machen das Kostüm kaputt.